Also ich möchte auf eine ein bisschen ungewöhnliche Weise beginnen, indem ich an euch ein paar Fragen stellen werde. Ich habe das da in Englisch geschrieben. Ich werde das übersetzen. Also wie viele von euch haben in eurem alltäglichen Leben intensive Bewusstseins, also außerordentliche Bewusstseinszustände erfahren? Und ich habe eine Liste da. Es konnte etwas sein, das während der spirituellen Praxis passierte oder eine kräftige Form von erfahrungsorientierten Psychotherapie, Sitzungen mit psychedelischen Drogen, Teilnahme an schamanischen Ritualen oder anderen Ritualen der Stammeskulturen, möglicherweise Nachtoderfahrungen. Und die zwei letzten werden Sie wohl überraschen. Das sind Erfahrungen, die während Sportaktivitäten passieren. Michael Murphy, der Mitgründer von SLN Institut in Büchser, hat ein Buch geschrieben, Psychic Side of Sport. Das Wort Psychic ist nicht in die deutsche Sprache kann man das übersetzen. Also das ist eine große Menge von Erfahrungen, wie zum Beispiel Klarsehigkeit und auch Telepathie und eine andere Phänomene von dieser Art. Und er hat also gezeigt, dass wenn die Athleten sehr herausfordernde Erfahrungen machen, können sie mystische Erfahrungen haben. Er hat zum Beispiel eine Situation beschrieben, wo ein Mann, der den Marathonlauf gewonnen hat, hat nach dem Marathon noch 3,5 Stunden mit derselben Geschwindigkeit rannte. Und das Letzte, das ist die spontane Erfahrungen, wo man nichts macht, um sie herauszurufen. Und möglicherweise, man wehrt sich auch gegen diese Erfahrungen, aber sie passieren doch. Und diese Erfahrungen werden von der heutigen Psychiatrie als psychotische Schübe bezeichnet. Und nach unserer Arbeit mit den psychedelischen Drogen und dem holotropen Atmen haben wir also zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es sich wirklich um Krisen der spirituellen Öffnung handelt. Und dass, wenn man sie richtig behandelt, haben sie einen therapeutischen Einfluss, auch wandelnden Einfluss, transformierenden Einfluss und evolutionären Einfluss. Und wir haben sie als Spiritual Emergency bezeichnet, das ist, also spirituelle Krisen oder transpersonale Krisen. Also nach dieser Liste kann ich die Hände sehen, können Sie die Hände heben? Okay, Sie können herumschauen. Also wegen dem Titel des Seminars sind das möglicherweise ein bisschen selbstgewählte Gruppe da. Aber ich muss sagen, dass wir eine solche Reaktion überall kriegen, wo wir die Seminare machen oder Vorlesungen. In allen Ländern der Welt ist die Antwort ähnlich. Und es ist sehr interessant, weil in der Psychiatrie alle diese Erfahrungen als pathologische Erscheinungen diagnostiziert werden und Leute, die spontane Erfahrungen von dieser Art haben, werden also hospitalisiert, sie werden mit Psychopharmaka behandelt. Also ich habe bisher den Namen außerordentliche Bewusstseinszustände gebraucht, aber ich interessierte mich in diesen letzten 60 Jahren mit einer besonderen, einer großen, sehr wichtigen Untergruppe dieser Zustände. Der gemeinsame Nenner dieser Erfahrungen ist, dass sie, so was ich schon
gesagt habe, dass sie heilendes Potenzial haben, dass sie therapeutisches Potenzial haben, dass sie evolutionäres Potenzial haben und auch heuristisches Potenzial. Das heißt, wenn man sie erlebt und mit ihnen arbeitet, wird man sehr vielen Erfahrungen und Beobachtungen begegnen, für die heutige Psychiatrie, Psychologie keinen Namen hat. In der heutigen Psychiatrie werden alle diese Zustände von erweitertem Bewusstsein als psychotische Erscheinungen identifiziert oder diagnostiziert. Und in der amerikanischen und britischen Psychiatrie benutzt man den Namen Altered State, Altered States of Consciousness, also alterierte Zustände. Und also in der englischen Sprache bedeutet altered etwas, das ganz pejorativ ist, das sehr negativ klingt. Wir benutzen in dem amerikanischen Slang und auch in dem veterinarischen Jargon die Namen altered für Kastration der Haustiere. Wir werden zum Beispiel unsere Freunde fragen, have you your tomcat altered? Have you your dog altered? Also ich habe eine große Hochachtung für diese Zustände, um sie also altered, alterierte zu nennen. Das heißt einen Klang, also dass es sich um etwas handelt, das wirklich die richtige Wahrnehmung von uns selbst und der Umgebung, der Welt, also verzerrt ist oder entstellt, beeinträchtigt ist auf eine gewisse Weise. Und als sich also das positive Potenzial dieser Zustände erkannt habe, konnte ich nicht verstehen, dass das heutige Psychiatrie wirklich keinen speziellen Namen für sie hat. Und ich habe mich entschlossen, also einen Namen für sie zu prägen. Und ich habe sie als Holotrop bezeichnet. Also der Name Holotrop, das ist ein zusammensetztes Wort aus dem Griechischen, wo Holos ganzheitlich bedeutet und Trepein heißt sich in einer gewissen Weise zu bewegen, in einer gewissen Richtung zu bewegen oder von etwas angezogen werden. Das ist ein Neologismus, aber man hat etwas Ähnliches auch also in der täglichen Sprache, das heißt Heliotropismus. Das ist die Eigenschaft der Pflanzen, also sich immer auf die Sonne zu orientieren. Also Holotrop heißt auf die Ganzheit orientiert oder sich in der Richtung der Ganzheitlichkeit bewegen. Und wenn ich diesen Namen benutze, dann gibt es immer jemanden, der sagt, was meinst du ganzheitlich? Sind wir nicht ganz, als wir uns also im Alltag, in dem alltäglichen Bewusstsein erfahren? Und ich müsste sagen, nein, also in unserem normalen Bewusstsein erfahren wir nur einen Bruchteil davon, was wir erleben können, also unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Wir erfahren nicht unsere volle Identität. Und ich benutze sehr oft also die Hindu-Terminologie dafür. In der Hindu-Religion hören wir, dass wir nicht Nama-Rupa sind. Wir sind nicht Name und Form. Wir sind nicht, dass wir in Psychiatrie und Psychologie Körper-Ego nennen. Also der hinduistischen Religion nach ist unsere wahre Identität, also die
ein Funke schöpferischer kosmischer Energie, die wir in unserem innersten Wesen tragen. Und der Sanskrit-Ausdruck für diesen Funken der kosmischen Energie ist Atman. Und wenn wir die Erfahrung von Atman machen, werden wir erkennen, dass diese Energie mit der kosmischen schöpferischen Energie eins ist, die das Weltall geschaffen hat. Also wir sind nicht Nama Rupa, wir sind Atman, Brahman gemäß der Hindu-Religion. Und für die Hindus, das ist nicht ein Aberglaube, das ist nicht eine Fantasie, das ist nicht ein Glaube, das heißt eine Überzeugung, die nicht begründet ist. Die haben also gewisse Praktiken, die Yogas, wenn wir die mit ihnen arbeiten, dann haben wir alle die Möglichkeit, also diese kosmischen Funken der Energie zu erfahren. Pierre de Chardin, der französische Philosoph und Jesuit und Paläontologe, hat das anders ausgedrückt. Er sagte, wir sind nicht menschliche Wesen, die spirituelle Erfahrungen haben. Wir sind spirituelle Wesen, die sich als Leute, als Menschen erleben. Und Alan Watts, das war ein britisch-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, der sagte, wir sind nicht hautumhüllte Egos. Aber es existiert etwas, das er als Tabu gegen Wissen, wer wir sind, bezeichnet hat in seinem Buch. Das heißt, was ist, das uns blockiert, zu realisieren, dass wir wirklich in der tiefen Ebene spirituelle Wesen sind. Now, diese Idee der Einheit des oder der Einzelnen mit dem göttlichen Prinzip ist wirklich das tiefste Geheimnis, das in dem Kern aller großen Religionen liegt. Ich habe eine Liste von Beispielen, was also Leute in Bezug auf verschiedene Religionen sagen, wo sich um diese Einheit des Einzelnen, der Einzelnen mit dem Göttlichen. Also ich habe schon gezeigt, dass die Hindu sagen, Atman ist identisch mit Brahman. In der Chandogya Upanishad ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich, wer sind wir? In der Sanskrit-Sprache Tattvam Asi, das heißt, also wörtlich übersetzt, du bist das. Das klingt nicht sehr erhoben. Also in der englischen Sprache benutzt man eine archaische Übersetzung davon. Thou art that, mit großer Buchstabe. Also du bist, deine tiefe Beschaffenheit ist göttlich. Du bist Gott, wirklich. Da haben wir auch etwas von Siddha Yoga. Wir haben sehr viel Zeit mit Swami Muktananda verbracht. Das ist der Vorstand der Siddha Yoga Tradition. Und er pflegte zu sagen, Gott wohnt in dir wie du. In den buddhistischen Schriften finden wir den Satz, schaue hinein, du bist der Buddha. Jeder von uns ist auf der tiefen Ebene ein Buddha. Also in der buddhistischen Tradition, buddhistischen Praxis, ist es nicht, dass man etwas erzielen möchte, oder etwas anderes werden, als man schon ist, sondern sich zu verwirklichen, dass wir schon also diese
diese Identität mit dem Buddha haben. In der konfuzianischen Tradition sagt man, Himmel, Erde und die Menschen sind eins. Und dann die mystische Tradition von Christentum, das ist Gott, du und wir sind eins. Gregorius Palamas sagte, dass Königtum des Himmels, nein, der König des Himmels ist innerhalb uns. Und in Kabbalah, Shemuel Abulafia sagte, er und wir sind eins. Und auch Mohammed sagte, derjenige, der also sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Ich hoffe, dass er auch die Frauen, dachte, aber das ist eine patriarchale Gesellschaft, das kommt in eine solche Formulation. Und ein sehr schlimmes Beispiel davon ist, was mit Sufi und Dichter und Philosoph passierte, der sein göttliches Wesen, seine göttliche Beschaffenheit erlebt hat und hatte den Mut, das öffentlich zu sagen. Und er hat viele Jahre in dem Gefängnis erlebt und dann also getötet wurde und sein Körper wurde verbrannt. Also, was sind die Situationen, wo wir holotrope Zustände finden? Also die erste Situation, das sind die Einweihungserfahrungen oder die Krisen, die Einweihungskrisen der schamanischen Novize, die also entweder spontane Erfahrungen von holotropen Zuständen haben oder von den älteren, erfahrenen Schamanen also in diese Zustände gebracht werden durch verschiedene Methoden. Und die haben eine Erfahrung einer visionären Reise in die Unterwelt, wo sie verschiedenen schweren Übungen ausgesetzt werden, die also emotional und auch physisch schmerzhaft sind. Die haben die Erfahrung der Stückelung, der Vernichtung und dann die Erfahrung von psychospirituellen Wiedergeburt und der magischen Reise in das solare Gebiet. Ich werde dich noch zurück dazu kommen. Und dann passiert das auch in den antiken Mysterien von Tod und Geburt. Joseph Campbell, also der sehr berühmte amerikanische Mythologe, hat ein Buch geschrieben, das heißt der Held mit 1000 Gesichten. Er hat gefunden, dass sehr viele Kulturen, also die Mythologie haben, wo es sich um Götter, Halbgötter oder legendäre Helden handelt, die auf eine oder andere Weise Tod erfahren haben und also wiedergeboren wurden. Oder die Unterwelt, die Welt der Toten besucht haben und dann wiederkehrten. Ich habe da einige Namen, das war zum Beispiel Inanna in der sumerischen Kultur, die ihren Liebhaber verloren hat und hat die Reise in die Unterwelt unternommen, um ein Elixier des Lebens zu finden, um ihn zurück zu Leben zu bringen. Die Geschichte von Isis und Osiris in
antiken Ägypten, die Geschichte von Dionysus, die Geschichte von Attis Adonis und auch in den prähistorischen Kulturen die Geschichte von Quetzalcoatl, der als geflügelte Schlange dargestellt wird, und dann die Geschichte der Heldenzwillingen in der Maya-Kultur, die also in die Unterwelt gingen, die spielten Ball mit den Göttern der Unterwelt und sie wurden getötet und dann als himmlische Körper also wieder geboren. Und dann gibt es auch eine ganze Reihe von Methoden, die ich als Technologie des Heiligen bezeichne, die in dem Rahmen der großen Religion entwickelt wurden. Also die alle hatten gewisse Praktiken, die spirituelle Erfahrungen hervorrufen können. Also zum Beispiel die kabbalistischen Übungen oder Hesychasm, Jesus Prayer in der christlichen Tradition, die Übungen von Ignatius von Loyola. Und dann natürlich haben wir also verschiedene Formen von Meditation und Bewegungsmeditation in der hinduistischen Religion, der buddhistischen Religion, der taoistischen Religion. Und dann existieren also die Methoden der islamischen Mystiker, die Dhikr, wo man mit Atmen arbeitet, mit Singen und auch mit Drehen, die drehende, wirbelnde Derwische. Okay. Also das ist der erste Name, das Holotrop, das ich erklären wollte. Und dann Psychonautik. Ich wurde zu einem Seminar eingeladen über Psychologie der Zukunft. Und es hatte dann eine fortgeschrittene Form. Das waren also der erste Teleseminar, Telekurs, das war acht Dienstage. Und dann ich wurde gebeten, also auch eine fortgeschrittene Form davon zu präsentieren. Und dann haben wir also den Namen Der Weg des Psychonauten gegeben. Und das war eine große Herausforderung. Also das waren 24 Programme nach den acht Programmen mit nicht zu viel Wiederholung. Und das war also eine Herausforderung. Ich musste also verschiedene neue Gebiete erforschen, über die ich noch nicht geschrieben habe. Und ich hatte auch die Gelegenheit, also zurückzuschauen, wie ich ursprünglich also gewisse Sachen formulierte und ob ich das noch diese Probleme auf dieselbe Weise sehe. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich ein Buch darüber schreiben werde und das wird nun in zwei Bänden erscheinen mit dem Namen Der Weg des Psychonauten. Also für mich Psychonautik also ist eine systematische Erforschung und Anwendung dieser holotropen Zustände für viele verschiedene Zwecke, zum Beispiel für rituelle und spirituelle Aktivität, auch für also spirituelle Suche, wissenschaftliche Suche, philosophische Suche oder als eine Methode zur künstlerischen Inspiration und auch für praktische Zwecke, also die Kultivierung der Intuition, der Praxis der außersinnlichen Erfahrungen und so weiter.
Und die Psychonautik hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Man kann sie also zurück zu dem Morgendämmerung der menschlichen Geschichte, wo wir sie also in dem Rahmen des Schamanismus erfahren werden. Für Schamanismus ist also die holotrope Erfahrung etwas sehr Zentrales. Ich schon erwähnt habe, die Einweihung vieler Schamane beginnt also mit einem spontanen holotropen Zustand oder von einem Zustand, der von einem älteren Schamane hervorgerufen wird. Und Schamanismus ist etwas sehr, sehr Altes, möglicherweise 30.000 oder 40.000 Jahre. Und wir finden in den paläolithischen Höhlen in Nordspanien und Südfrankreich so fantastische Malereien und Schnitzereien, die verschiedene Tiere darstellen. Und viele von diesen Tieren sind die Tiere, die also in der paläolithischen Landschaft wirklich lebten und von diesen Cro-Magnon-Leuten gejagt wurden. Aber wir finden auch fantastische Tiere, die wirklich nicht existierten. Das ist zum Beispiel da ein mythisches Tier aus der Lascaux-Höhle, das ein Doppel-Einhorn ist. Ja. Und ich habe da ein Bild, das zeigt, dass die heutigen Eingeborenen von Australien, das ist etwas Ähnliches als das Maske in den Ritualen haben. Also das ist ein Vergleich eines Bildes also aus der paläolithischen Höhle, und das ist etwas, das man noch heute in Australien praktiziert. Und die Archäologen haben gefunden, dass die Eingeborenen nach Australien etwa vor 35 oder 40 Jahren eingewandert sind. Da ist etwas noch Älteres, das ist aus Engadin. Das war eine Höhle, wo man also viele Schädel Höhlenbärs gefunden hat, die also einen Femur in dem Mund hatten. Und das bezieht sich auch etwas, dass man wenn die sibirischen Eingeborenen noch heute praktizieren, das ist Opfer eines Bärs. Der Bär wird getötet und er wird dann auch ein bisschen von seinem Fleisch, also selbst kriegen, und dann das wird also das Übrige wird von den Mitgliedern des Stammes gegessen, und das existiert auch in der Ainu-Religion in Nordjapan. Also das ist eine unüberbrochene Geschichte, also aus das Paläolithikum bis heute. Und das ist eine andere Figur. Dann haben wir nicht nur diese mythischen Tiere, die nicht existierten, sondern auch sehr interessante Figuren, die menschliche Züge mit tierischen Zügen kombinieren. Und diese wurden von Archäologen als antike Schamanen identifiziert. Das ist also eine Figur aus Lascaux wieder, heißt der Beastmeister von Lascaux, wurde so genannt. Und er überblickt also das etwas, was in der Kultur der amerikanischen Indianer als
Happy Hunting Grounds bezeichnet wird. Das ist ihre Idee des Paradieses, also wohin wir gehen. Also es existieren solche Bilder aus der amerikanischen Tradition der Indianer.